Hier präsentieren wir die 5 beste TV-Wandhalterung Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Wer seine TV-Wandhalterung elektrisch betreiben möchte, kann auf das günstige Modell von Ricoh zurückgreifen. Sie verfügt über eine Fernbedienung und ist für Geräte zwischen 30 und 47 Zoll ausgelegt. Die Belastbarkeit liegt bei 40 Kilogramm, so dass sie sich nicht für sehr große und schwere Flachbild von sehr eignet. Dennoch überzeugte sie durch eine einfache Montage und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bis zu einer Gesamtbreite des Fernsehers von 1,20 m kann im 90-Bereich geschwenkt werden. Nummer 4. Der Wandhalter von Samsung ist speziell für Fernseher von Samsung zwischen 32 und 65 Zoll konzipiert und kann nicht im Wässerstandard montiert werden. Durch das minimalistische Design und die einfache Montage eignet er sich insbesondere dort, wo der Fernseher einfach nah an der Wand angebracht werden soll. Über zwei verschiedene Wandabstände können auch noch SCART-Kabel an der Rückseite verwendet werden, oder er kann sehr nah an der Wand befestigt werden, so dass nur noch die seitlichen Anschlüsse benutzt werden können. Besonders positiv ist, dass das Produkt auch für die Kurve-Reihe von Samsung-Fernsehern geeignet ist, denn hier passen übliche Wandhalter oft nicht. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Die günstige TV-Wandhalterung von Harmer überzeugte vor allem durch die sehr flache Bauweise und den günstigen Preis. Sie ist geeignet für alle, die keine Schwenk- oder Auszugsfunktion brauchen, sondern lediglich ein Fernsehgerät an der Wand montieren möchten mit fixer Position. Dadurch muss die Montage sehr exakt erfolgen, denn bei großen Geräten fällt eine kleine Neigung der Wandhalterung recht stark ins Gewicht. Das Modell eignet sich für Geräte mit einer Größe zwischen 32 und 56 Zoll, was bei den meisten Testen der Fall war. Die Belastbarkeit liegt bei 50 Kilogramm, was ebenfalls für die meisten Modelle in dieser Größe absolut ausreichend ist. Nummer 2. Wer seine TV-Wandhalterung schwenkbar haben möchte und ein großes TV montieren möchte, der sollte sich auf jeden Fall das Modell AWR23 von Ricoh anschauen. Die Wandhalterung ist für Geräte von 30 bis 65 Zoll geeignet, also auch für sehr große Fernseher, und überzeugte durch eine sehr hohe Belastbarkeit bis zu 95 Kilogramm. Der minimale Wandabstand bei diesem Modell beträgt 9,8 cm, was der robusten und raffinierten Technik geschuldet ist, mithilfe derer sie den Fernseher sehr leicht und gut sowohl schwenken als auch neigen und herausziehen können. Und die Nummer 1 unserer Liste. Als beste TV-Wandhalterung konnte sich das Modell SB500 von Multila durchsetzen. Es ist geeignet für Geräte zwischen 32 und 52 Zoll und gleichzeitig Testsieger für Geräte bis 52 Zoll. Denn auch bei Montage eines Gerätes über 40 Zoll lässt sich der Fernseher noch problemlos bis zu 90 Grad schwenken, so dass der Fernseher von verschiedenen Sitzpositionen optimal genutzt werden kann. Insbesondere gefiel den Testern die Möglichkeit, die Wandhalterung bis 45 cm ausziehen zu können, da sich dadurch ein großer Schwenkbereich ergibt. Die Wandhalterung ist passend für alle gängigen Geräte bekannter Hersteller wie beispielsweise Samsung, Toshiba, LG, Philips, Sony, Medion, Panasonic, etc. und dadurch für fast jedes Gerät geeignet. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.